Wie schwer oder einfach ist es eigentlich, einen Fahrradschloss zu knacken und wie lange braucht man eigentlich dafür? Wir von Koya haben uns die Frage gestellt und haben im Zuge dessen viele Fahrradschlösser bestellt, viele unterschiedliche Fahrradschlösser und wollten mal mit verschiedenen Gerätschaften ausprobieren, wie lange wir dafür brauchen und wie das überhaupt eigentlich geht. Von dem her, bleibt dran und seid gespannt. So, wir fangen jetzt an mit dem Arbus Bodo Granit X Plus 6500 und ich werde es wie immer an das Fahrrad anschließen durch den Hinterreifen. So, ich bin mir ziemlich sicher, dass du es mit dem Bolzenschneider hinbekommst, aber mal gucken jetzt. Ja, wir hatten ja schon so ein paar Fallschlösser. Dementsprechend würde ich da auch einfach mal als allererstes den Bolzenschneider versuchen. Aber schwieriger als sonst. Ja. Teil ist durch. Okay. Komm schon. Ah. Wow. Ich hab's geschafft. Oh Gott. Nehmen wir hier mit. Ja, nehmen wir mit das Fahrrad, ne? Du hast es geschafft mit dem Bolzenschneider. Es hat 40 Sekunden gedauert, das ganze Ding aufzubekommen. Mega. So, wir haben gerade das Arbus Bodo Granit X Plus 6550 gesehen. Wieder ein Fallschloss, 40 Sekunden und das ganze Ding war aufgeknackt. Von dem her, wenn du dein Fahrrad liebst, viel damit in der Stadt unterwegs bist und es anschließt, das Einzige, was dir wirklich hilft, ist eine Fahrradversicherung. Und wenn du mehr Infos zu unserer Fahrradversicherung wissen möchtest, hier unten ist ein Link. Einfach draufklicken und da findest du alles Weitere.